von euch, habt ihr auch noch ein bisschen nachgelesen, habt den letzten Spieltag auch so ein bisschen in Erinnerung noch als Kind und auch weil ich mit Simbo und Harry, wir haben ja auch öfters auch privat Kontakt, auch von Erzählungen dann und also muss ich in Frank auch wieder ein Kompliment machen oder euch allen, ein sehr schönes Werk gelungen, gefällt mir sehr gut. Sehr emotional, manchmal hatte ich schon wieder ein bisschen Tränen in den Augen, auch Gänsehaut und was ich auch sehr schön finde, den Abschwang dann auch so mal in die künstlerische Szene, in der ich wirklich überhaupt gar nicht bewandert bin, aber auch in der Bild hier, hatte der Franke mal geschickt beim HD und dem Heinz und da in der Galerie und auch gerade die politische Lage, die damals in Deutschland war, wo ich ganz ehrlich sagen muss, zu der Zeit als Kind, von damals einem prominenten Sprecher in Deutschland auch vor der RAF auch Angst gehabt zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Die mir ähnliche Bilder hingen ja überall rum, aber natürlich war damals der FC eben das große Thema und Harry, also ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, dass du kommst ja manchmal ein bisschen zu kurz für dich, das ist total unfair, wenn ich dann immer höre, Karls Rubisch, das war, nein, es war Harald Konopka, der immer die genialen Flanken geschlagen hat, auf Dieter Müller, Sonderapplaus für seinen Beitrag zur Meisterschaft. Wenn wir das jetzt wieder so sehen, in die alten Zeiten wiederkommen, also erstmal damals vielen Toren nach Ecken für uns, also das war das relativ erstaunlich mit heute, aber wenn du jetzt das nochmal siehst, was war eigentlich wirklich das, was euch zum Meister gemacht hat, was der Zusammenhalt der Mannschaft, was, dass ihr wirklich geniale Technik und eine gute Mischung hattet aus Spielern, die technisch beschlagen waren, aber halt auch eben kämpfen konnten, was war für dich der Hauptgrund? Ja, es gibt, glaube ich, viele Gründe, die dazu geführt haben, dass wir hier alle diesen größten Erfolg mit dem SV Köln feiern durften. Erstens, die Mannschaft passte, die Typen passten zueinander, aber eins hat uns in besonderer Weise auch ausgezeichnet und da hat Ennis Weißweiler uns auch immer darauf hingewiesen, wir haben gearbeitet wie die Tiere, glaubt es mir. Und wenn die Flanken nicht klappten, dann kam Hennes und hat uns auf Platz 4 geführt hinten und dann mussten wir vor dem Training, vor dem offiziellen Training schon üben mit Dieter Müller, mit Heinz Floh, mit Simbo, Herbert Neumann, die dazugehörten. Und dieser Erfolg ist also auch wirklich entstanden, weil wir nie aufgehört haben zu arbeiten. Und ich glaube, eine Mannschaft hat nach Standardsituationen und Flanken in der Bundesliga noch nie so viele Tore erzielt, wie wir damals 1977, 78. Und eben die Chemie stimmte zwischen den Spielern. Aber vor allen Dingen muss ich nochmal sagen, ohne Fleiß kein Preis. Das sollen die heutigen Spieler sich auch mal interviewen. Ein fantastischer Verteidiger, der als Stürmer angefangen hat, war Herbert Zimmermann, auch einige Tore gemacht und vor allen Dingen natürlich auch Stammspieler der damaligen Mannschaft gewesen. Nationalspieler, Europameister 1980 geworden, leider dabei verletzt worden, aber ein großartiger Spieler. Ich denke auch für ihn nochmal einen Sonderapplaus für seinen Beitrag. Und größter Erfolg ist der Stammspieler. Herbert Zimmermann, mir ist aufgefallen, die Mannschaft hat relativ oft verloren für einen Meister, aber fast keine Unentschieden gespielt und wahnsinnig viel gewonnen. Ich habe da eben mal so einen kleinen Gang drüber gemacht, ne? 22 Siege. Habt ihr so ein bisschen auch so hopp oder top gespielt oder war das einfach aus der damaligen Sicht heraus normal, dass man eben größeres Risiko gegangen ist? Nein, wir wollten schon immer gewinnen, aber der Gegner hat es nicht immer zugelassen. Aber wir haben die aufgestellt. Wie der Harald schon gesagt hat, wir haben uns das alles erarbeitet. Wir wussten, was wir wollten und das Ziel haben wir dann auch erreicht. Weil das Double ist was Besonderes. Es gibt nur 4 Mannschaften, die das geschafft haben. Da sind wir, Bayern München 13, 14 Mal. Dann haben wir noch Bremen und Dortmund. Und deshalb sollen wir darauf auch stolz sein und das ist eine tolle Geschichte. Wir werden es sehr wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber der Beifahrer Jünger noch dabei und die können ja noch auf. Ja, die hoffen wir auch. Genau. Meine Manager der Gruppe Fabian Schrag, der ja nicht nur Manager ist, sondern auch Meisterspieler von 62 und 64, also die erste deutsche Meisterschaft. Generell die erste deutsche Meisterschaft in der Bundesliga hat Clarence Thiel ja auch mitgeholt.
Dann 78, wie war das? Wie war die Truppe? War die leicht zu händeln? Oder ich meine, es gibt ja manchmal auch Probleme, dass Sportdirektoren und Manager von Jörg Spatt manchmal seine Probleme haben. Jetzt, wie war es denn damals mit dieser Truppe? Das war eigentlich relativ, für mich relativ einfach, weil ich bin 73 Manager geworden. Und dann hat es 5 Jahre gedauert, bis ich die Truppe zusammen hatte. Der letzte Woche war der Hennes, wo wir das Glück hatten, dass er in Barcelona gerade mit dem Kreuzschiedsrichter. Und da kam eine Chance und die habe ich wahrgenommen. Und das Glück war auch, nehmen wir den Herrn Zimmermann, den habe ich geholt, der war Stürmer. Und nicht, der ist dann der beste Verteidiger geworden, aber ich habe ihn als Stürmer geholt. Von Bayern München? Von Bayern München. Den Tipp habe ich von Jürgen Kapellmann gekriegt, den ich nach München verkauft habe und damit den FC finanziell retten konnte. Wir haben damals kein Stadion gehabt, nach das war ziemlich bitter. Ich habe dann auch das Angebot von Oskar Maas gesagt, ja gut, ich mache das. Und dann habe ich mir die Bücher angeguckt und habe ich ihn mir geschlafen, weil er reagiert hat. Durch den Verkauf von Jukka Bellmann war der FC gerettet. Wir hatten dann wieder 800.000 Euro auf der Kante. Das war ganz gut, konnte ich gut schlafen. Und auch dann die richtigen Spiele aussuchen. Was man sagt, wichtig ist in dieser Truppe, besonders in dieser Stadt, die ja nicht realistisch ist, in keiner Form. Man merkt also zu Übertreibungen, sowohl was die Zuschauer und Fans angeht, aber auch was die Presse angeht. Und das ist ganz wichtig, dass du deinen Weg gehst, ganz ruhig, wenig Kommentare gibst. Wir haben doch gemerkt, es ist so ein Beitrag, wo ich alles Mögliche erzählt habe und die Frage nicht beantworte. Und das war sehr gut. Und ich hatte auch die Rückendeckung der Spieler, weil die Spieler wussten, der Thiel war auch ein guter Spieler. Ich habe nämlich damals immer die meisten Tore geschossen. Und das hilft dir natürlich, weil wir hatten qualifizierte Jungs, das haben wir eben gesehen, sowohl in der Abwehr als auch vorne. Und da fehlte einfach nur der richtige Trainer. Wir hatten einen super Arzt, der von Svonko war ein toller Arzt. Ich habe immer gesagt, wir schmieren haben, weil er den Spielern alles nachgegeben hat, was er aber sie hatten Vertrauen zu ihm. Und das ist das Wichtigste in einem Club, dass die Spieler das auch annehmen, was der Arzt sagt. Also es passt hinten und vorne. Und eben, ist mir ganz komisch geworden, dass ich den Hannes Höher noch gesehen habe. Und dann ist mir geholfen, habe ich so gemerkt, der guckt, die drei sind schon tot. Der Hennes, der Rolf Herrings und der Hannes. Ja, im Nachhinein war es eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass die Leute, die jetzt bei unserer Regierung sind, wenig Fehler machen. Einige sind ja gemacht worden, sonst würden wir nicht verstehen, wo wir jetzt stehen. Aber man muss immer wieder, jeden Morgen geht die Sonne auf und dann musst du wieder anfangen und an die Schrauben und weiterarbeiten. Und ich bin sicher, dass wir nicht absteigen werden. Ich habe ja auch gehört, dass selbst, da komme ich jetzt mal zu dir, habe ich, dass selbst der Hennes Weißweiler kurz auf der Kippe stand, weil im September lief es ja nicht so gut. September Blues war eine schöne Bezeichnung dafür. Habt ihr das mitbekommen, dass da schon drüber diskutiert wurde oder wurde das noch nicht ferngehalten? Nein, wir haben das schon mitbekommen. Der Zimmer hat das auch selber miterlebt, wie der Hennes Weißweiler plötzlich seine Strategie und Spielern gegenüber etwas abgeändert hat. Vorher war es so, er hat nur schwarz-weiß gesehen, entweder bist du Freund oder Feind, so hat er es insgesamt gehandelt. Und in der Situation, wo wir ein paar Niederlagen einstecken mussten, hat er genau die Tendenzen, die sich im Verein so langsam aufzubauen schienen, gemerkt und hat wahrscheinlich überlegt, was kann ich machen, damit wir wieder auf die Erfolgsspur kommen. Und da muss man sagen, das zeichnet einen großen Trainer aus, dass er auch Ratschläge oder ich sage jetzt Meinungen von Spielern akzeptiert, weil wir wussten und kannten ja auch das Bundesliga-Geschäft und wir wussten ganz genau, welches Spielermaterial haben wir zur Verfügung
und welches der Gegner. Und gerade bei diesem entscheidenden Spiel in Mönchengladbach, wie der Herbert auch im Film erzählt hat, ist er also sehr auf bestimmte Spieler zugegangen und hat im Grunde genommen das, was für die Mannschaft damals wichtig war, hat er ja im Grunde genommen umgesetzt. Zum Beispiel mit Dieter Prestin. Bessere Lösungen haben wir in dem Spiel nicht. Ne? Und du hast ja die schöne Situation mit dem Knallpass, die ja im Film geschildert. Ich meine, der war ja wirklich an die 2 Meter groß und Vollbart war ein bisschen aus wie ein Wikinger. Und hast das Tor aber überragend gemacht. Ich habe dir irgendwann mal bei einem Stammtisch ein Abstaubertor untergejubelt. Ich habe da was verwechselt gehabt. Aber jetzt haben wir ja diesen wunderbaren Film und können das immer wieder bestaunen. Da muss ich natürlich auch mal den Filmemacher selber jetzt ins Spiel rufen. Nämlich Frank, ja, dein Ding, wieder mal dein Werk nach Heinz Flohe-Film, jetzt nun das Double. Was soll denn jetzt noch kommen? Also, das ist ja Wahnsinn. Also du hast jetzt wirklich einiges hier schon bewegt. Jetzt haben wir ja eben schon gemerkt, dass natürlich auch einige Leute nicht mehr unter uns sind. Ist das auch eine Art Denkmal von Film? Ich hoffe, der geht es ja. Ja, ich hoffe doch. Also das war ja auch Plan und Sinn und Zweck der Sache, dass man das dokumentiert, dass man die Dinge, die da waren, versucht für die Nachwelt zu erhalten, hochtrabend gesagt. Aber war auch deshalb, denke ich, wichtig, weil manch einer gar nicht mehr wusste, wie das da seinerzeit. Ich habe mich selbst unmittelbar beteiligt, da haben da manchmal ihre Erinnerungslücken gehabt und dazu dient sowas dann halt. Nur, dass man das nochmal recherchiert, dass man es nochmal zusammenfügt, dass man es nochmal transparent macht und zeigt, wie es damals zuging, was da war, welche Höhen und Tiefen es gab. Das war Anspruch der Sache und ich denke, hoffe, dass es auch halbwegs gelungen ist. Das ist, denke ich, gut gelungen, das sage ich jetzt mal als Außenbeteiligter. Du hast den Film gemacht, also auf jeden Fall gelungen und natürlich auch, jetzt kommt der Werbetrag, aber der ist wichtig. Hier vorne liegen auch DVDs, die kann man mitnehmen, weil es Weihnachten, also dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, euch einzudecken. Ja, wir wollen noch was sagen. Ja, vielleicht nur ganz kurz. Die Älteren können sich, ja, ich hoffe noch gut, an diesen größten Erfolg des 1. FC Köln erinnern. Die Jüngeren können jetzt etwas von den Eltern an die Hand bekommen, indem man sie mal vor den Fernseher setzt und die DVD abspielt. Nämlich der 1. FC Köln hat noch nie einen größeren Erfolg erzielt als dieses Double. Und wenn man zu den wenigen Mannschaften in Deutschland gehört, die diesen Erfolg erzielen konnten, also Meisterschaft und Pokal in einer Saison zu erspielen, dann meine ich, dass diese Spieler, diese Leute, die daran beteiligt waren, auch dementsprechend mit dem größtmöglichen Respekt vom 1. FC Köln auch in Zukunft behandelt werden sollen. Kann ich nur unterschreiben. Kann ich nur unterschreiben. Guido, das ist nun mal dein Vater, der Mannschaftskapitän dieser Traumtruppe, muss man einfach sagen, gewesen. Und ich meine, da ist nur, glaube ich, nochmal zusätzlich ein bisschen stolz, das ist das eine. Das andere, was ist dir so aufgefallen? Was ist dir spielerisch aufgefallen? Also ich denke mal, es wird ja manchmal so despektierlich, das hat der Harry gerade vielleicht auch so im Hintergrund, klang das auch ein bisschen an, wird über diese Zeit ja manchmal gesprochen, ja, der Fußball war anders, der war sicher anders, aber was ich da gesehen habe, hat nichts mit Schwarz-Weiß 1934 zu tun, sondern das war zum Teil schon auch Elemente des hochmodernen Fußballs drin. Was hast du, also du bist ja auch Trainer gewesen, was hast du auch für dich daraus genommen? Sehr dynamisch auch. Ja, vor allem Dynamik, nicht weil Harry jetzt hier steht und wir auch schon mal ein bisschen im Stadion meistens ja zusammensitzen, egal, auch hier Zimbo linke Seite, Harry rechte Seite, haben wir immer gesagt, das Flankengott, aber wie viele Tore der Harry auch vorbereitet hat. Gerade, ich war letztes Jahr noch in Hennef zur Trainerfortbildung, meinen Schein zu verlängern, da wurde noch eine Statistik, es würden von der Europameisterschaft letztes Jahr keine Tore nach Flanken mehr fallen und ich weiß nicht, wie viele Flanken der Harry in dem Film jetzt geschlagen hat, die zu Toren von Roger van Gool, von Herbert Neumann, von Dieter Müller geführt haben. Wie du gerade schon sagst, Dynamik, kurz vor Spiel, wo der Heinz auch immer unheimlich viel Wert drauf gelegt hat. Ich habe ja auch immer gesagt, auch bei unserem Film, der hat schon
Wenn der Guardiola einfach erzählt, dass Kurzpass spielt, keine langen Bälle, er hat ja immer Wert darauf gelegt. Wenn die Jungs hinten, wie Zimbo, Harry oder der Roland Gerber, Gerd Strack, der jetzt vielleicht fußballerisch nicht gerade der Riese war, aber hat auch immer gesagt, lass uns hinten rausspielen, spielen uns die Bälle in den Fuß, ich komme die hinten abholen. Und ja, natürlich die ganzen Tore, die nach Standardsituationen fallen, die wir jetzt auch gerade nicht nach Ecken, die wir jetzt auch nicht mehr so sehen. Und ja, muss man so sagen, ich habe, glaube ich, schon eins bei dem Spiel gegen Schalke damals gefragt, als kleines Kind, warum hast du denn nicht geschossen? Ich war bei dem Spiel im Stadion, da sagte, weil der Dieter Möller mir den Ball weggenommen hat. Ja, da hat man ja gesehen, wo das hingeführt hat. Ne? Also der hat ja, wir haben ja selber mal geguckt, der hat ja dann auch fast 100% Quote gehabt, Elfmeter zu verwandeln. Und ich denke mal, das ist auch in so einem Jahr auch unheimlich wichtig. Aber was mir noch in dem Film aufgefallen ist, muss ich sagen, wenn man heute an Double denkt, wie der Zimbo gerade sagte, Bayern München zum Beispiel, vielleicht jetzt nicht diese Saison, aber die letzten Jahre, wo sie Double geholt haben oder vielleicht auch Triple, ich glaube, die waren nach ein paar Spieltagen schon Erster, hatten so und so viele Punkte Vorsprung, Dortmund auch. Und hier die ganze Dramaturgie, die da passiert ist, mit den Niederlagen, dann lief es nicht. Ich wusste auch gar nicht, glaube ich, bei Frank letztes Jahr mal nachgelesen, Hennes Weiß wird auf der Kippe, wusste ich überhaupt gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann auch Winterpause, wie der Harry sagte, ja, wir sind Erster, wir werden jetzt nur gejagt. Dann läuft es, dann gegen Gladbach macht man noch das 1-1, dann kommen aber wieder Niederlagen oder die Schneespiele gegen Breitner in Braunschweig und so Scherze da. Ne? Und das stand ja dann teilweise wirklich auf der Kippe, also Höhe und Tiefe und solche Dramaturgie. Also, sag mal, da sieht man, denke ich mal, auch den Charakter von den Jungs, wie sie damals waren, die dann wirklich nicht nur der Heinz, auch gerade der Harry, was weiß ich noch, wenn man nach 5 Minuten das Trikot, wenn man noch die Rückennummer erkannt hat, früher, da hat man gedacht, was ist für ein Harry los, ist er halt nicht gut drauf, ne, oder so, ne? Oder beim Zimbo ganz markant, immer die Stutzen runter und ist dann abgegangen, als wie der Kalli Thielen sagt, als ehemaliger Stürmer, ne. Und also muss schon sagen, Hut ab. Und ich habe es leider nur als Kind erlebt, aber letzten Spiel, da kann ich mich noch erinnern, meine Mutter fast danach zu fragen bekommen hat, Radio 6-0 steht schon eine Halbzeit verklappbar. Aber zum Glück hat sich alles zum Guten gewandelt und 78 Stube bleibt immer in Erinnerung. Super, dann muss ich, warum du gerade sagst, großer Erfolg, genau. Ich komme mal zwischen euch beide, vielleicht immer mal ein Mikro hier einfach schützen, weil den Herrn Zimmermann, wir können das gerne teilen. Ich muss natürlich jetzt mal fragen, ich meine, wenn man Deutscher Meister und Pokalsieger wird, wir haben Bilder gesehen aus Hamburg, Fotos abends von der Feier. Jetzt hätten wir gerne auch mal einen Bericht, wie lief es denn so? Ja gut, feuchtfröhlich muss ich sagen. Und das ist eben so, nicht nur im Fußball, überall wo Erfolg ist, wird auch gefeiert und sowas bei uns auch. Es war was Besonderes. Schöner Anlass und wir haben wenig geschlafen, darauf kommt es ja jetzt an, ne? Und wir sind dann schön mit dem Bus gefahren anschließend, man ist dann locker, man hat die Saison so abgeschlossen, wie man sich das vorgestellt hat. Wir sind als Favorit in die Saison gegangen, sind natürlich mit einer Niederlage gestartet, aber am Ende zählt nur der Erfolg und das haben wir erreicht. Und es war, ich kann nicht immer nur sagen, es ist was Besonderes. Absolut. Und Karl-Heinz Thielen, vielleicht auch mal die Frage einmal weitergeben, dass das jetzt so dramatisch war an diesem letzten Spieltag. Ich meine, wie fühlt man sich denn da? Also das muss ja einfach, gerade wenn man verantwortlich ist, ein Wahnsinnsstress sein, der sich dann abends abbaut. Ja, aber du musst die Ruhe bewahren. Das ist das Allerwichtigste. Und das war auch der Deal mit den Karten, das war für mich das Allerletzte, dass der DFB da nicht eingeschritten ist. Dann diese Mannschaft am Milan-Tor ist eine andere als im Volkswagen-Stadion. Und dann habe ich etwas gemacht, was man normalerweise nicht macht, dass ich so viele Karten vom Gegner kaufe. Aber das war mir in dem Moment egal, weil ich wusste ja, das ist ein Deal ohne Risiko. Die Karten vorher haben wir ja in Köln dann alle verkauft. Nur es war eine Sicherheit für diesen anderen Club. Und ja, du musst ruhig bleiben in allen Dingen. Und wenn ich daran denke, dass der Hennes mal auf der Kippe stand, das ist nun mal so, dass wenn du plötzlich 10. bist in der Tabelle, hast dir vorher ausgerechnet, dass du Meister werden willst, dann spielst du in Porto, in Coimbra haben wir gespielt, wo du überhaupt keine Schnitte siehst, dann kam Gladbach als entscheidendes Spiel. Und vorher haben wir schon darüber diskutiert, machen wir weiter mit ihm oder nicht. Und die Entscheidung war, glaube ich, richtig, dass wir auf ihn gesetzt haben. Dann kam dieses entscheidende Spiel für mich, Gladbach 5-2.
Und dann haben wir die richtige Entscheidung getroffen, habe ich schon mal gesagt. Und nun müssen Sie wissen, es ist ja jetzt alles, wenn du das siehst, das ist eine tolle Sache und das läuft wie geschmiert und die Kochbälle sind alle drin. Und in Wirklichkeit ist es ja nicht so. Und dann gibt es auch innerhalb des Vereins auch Probleme, wovon keiner was weiß. Also ich habe den Hennes ja dann geholt und so nach einer gewissen Zeit, dann habe ich gemerkt, dass er nicht auf meiner Seite ist, dass wir kein Team sind. Und dann hat es mal eine Auseinandersetzung gegeben, weil ich den Spielstil kritisiert habe, den wir haben. Wir haben gegen Braunschweig 6 Tore geschossen, ein Tor aus dem laufenden Spiel, sondern alles Ecken und Freischüsse und was weiß ich. Und das ist Fußball, der mir nicht gefällt. Wenn der Nino sagt, heute kommt keine Flanken mehr, wir haben ja diesen scheiß Passfußball, den wir im Moment überall spielen, spielt der Außen immer den Ball zurück. Er flankt nicht, er spielt zurück und er spielt nochmal zurück, dann zum Libero. Der gibt den Tor jetzt zu unserem Horn und dann hält der Horn, der heute gegen da vorne. Was ist das für ein Fußball? Wenn du 1-1 bist, musst du dribbeln. Haben wir immer gesagt, wenn du durch bist, hast du eine Torchance. Und das sieht man nicht mehr so oft, da hat er schon recht. Und, ja, und dann haben wir uns dann mal ausgesprochen, Hennes und ich. Dann haben wir 4 Wochen keinen Ton miteinander gesprochen, sondern nur, wenn es um Fußball ging. Und dann kam er zu mir irgendwann und sagte schon, wir müssen uns bloß wieder verfahren. Weil er war ein schlauer Bauer, habe ich immer gesagt. Schöner Kölscher, aber dann haben wir uns wieder vertragen. Ja, bei Bauern musst du aufpassen, die haben viel Zeit im Winter zu verlegen. Und ich war ja eigentlich ein sehr junger Manager. Ich glaube, war der erste überhaupt, den es damals gab als Spieler. Und mit so einem Übertrainer ist es nicht einfach. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns wieder vertragen. Wir sahen jetzt gut zueinander. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, weil das war seine Art. Er hat alles auf seine Seite gekriegt. Den Präsidenten, den Vizepräsidenten, den Arzt und so, bis der Bonnekus sich auch mal gewehrt hat. Und dann habe ich gesagt, nein, dann mach ich nicht. Ich sage, wir machen das. Also ich habe dich geholt, weil ich glaube, du bist der einzige Trainer, der mit diesem Karlsruhe-Club nochmal deutscher Meister wird. Und so wie du dich jetzt verhalten hast, dann gefällt mir nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn wir wirklich deutscher Meister werden, dann machen wir das. Und so ist es auch gekommen. Ist auch, glaube ich, hier so gerade erwähnt worden, dass er dann wieder in der Textflasche kam und sagte, komm, jetzt machen wir es. Da passt es dann auch. Und dann habe ich mich auch gefreut. Das habe ich ihm auch gesagt. Und wir haben immer gut zusammengearbeitet. Aber wenn es um die Sache geht, dann muss man um die Sache kämpfen. Dann ist das Persönliche nicht mehr so wichtig. Weil das wird ja oft, dann sagt man, okay, wenn es gut läuft, dann übersieht man viele Dinge. Und das ist immer der größte Fehler. Ich weiß nicht, ob Sie kennen, es gab mal einen Trainer, der erste Trainer der Bundesliga, der entlassen worden ist, war der Herbert Wittmeier. Und war Freund von Hennes und war ein Supermann. Und er hat zu mir immer gesagt, wenn wir gewonnen haben, denk an den alten Soldatenspruch. Nach dem Sieg binde den Helm fester. Das heißt also, wenn du die größten Fehler machst, im Erfolg. Und im Moment sieht es bei uns ja auch so aus. Wir haben durch diesen Protest eine Situation in der ersten FC Köln gehabt, die wir lange nicht mehr hatten, wo wir alle uns darüber gefreut haben. Aber jetzt ist er weg und jetzt ist das große Fragezeichen. Und da muss man, in dem Moment, wo du Erfolg hast, musst du aufpassen, dass du keine Fehler machst. Und ich hoffe, das gelingt unserem Verein jetzt. Das wollen wir alle hoffen. Ne? Lieber Mannschaft, der hat ja eben schon gesagt, hat es ja dann letztendlich auch bestimmt, die Mischung passte und so weiter. Aber dieses Offensive lag es auch ein bisschen daran, dass ihr, ich meine, du warst jetzt kein gelernter Stürmer, aber hier Herbert Zimmermann gelernter Stürmer, Dieter Prestin, der da ja auch noch im Angriff gespielt war, später Verteidiger, aber eigentlich auch gelernter Stürmer. Ihr wart extrem offensiv ausgerichtet. Kann man das so sehen? Ja, zuerst mal, ich wurde als Stürmer geboren, Hennes hat mich mal zum Verteidiger gemacht. Das sagen sie alle, ja. Nein, Hennes Weißweiler hat etwas ganz Neues auch für uns damals gemacht. Er hat
durch eine gute Abstimmung. Meine Absicherung war immer der Heinz Zimmet, wenn ich mich also eingeschaltet habe. Dann hat Heinz Zimmet mir den Rücken freigehalten oder später Bernd Kullmann. Und Heinz Weiß hat immer gesagt, wenn die Möglichkeit besteht, offensiv zu werden, also schnell umzuschalten, was man ja heute unter offensiv versteht, dass man schnell umschaltet, dann kann man das machen. Nur das Grundkonzept, das muss immer bestehen bleiben. Und das stimmte dann bei uns auch, weil wir sind nicht ins offene Messer gelaufen, sondern hatten immer eine gute Abstimmung zwischen Offensive und Defensive. Ja, und dementsprechend dann der Erfolg auch beendet sprach. Und nochmal zum letzten Spieltag, da wollte ich dich auch nochmal fragen. Bist du eigentlich irgendwann auch im Laufe des Spiels, als du das mitbekommen hast, innerhalb der Spätestens hast du es ja erfahren, wie es da in Düsseldorf, wo die gespielt haben, Gladbach gegen Dortmund, auch gut deutsch gesagt nervös geworden oder auf der anderen Seite richtig aggressiv? Nein, ich muss sagen, ich habe das im Grunde genommen viel zu wenig mitbekommen, dass also in Düsseldorf dieser Spielstand war. Ich war irgendwie so in einem Tunnel drin, dass ich das eigentlich auch gar nicht hören wollte, dass unser größter Erfolg eventuell auf der Kippe stehen würde. Und so wahrgenommen habe ich das alles gar nicht, dass der Vorsprung in Düsseldorf für Mönchengladbach schon so hoch war, sondern ich habe mich also wirklich auf unser Spiel konzentriert und ich habe eben dem Nino gesagt, man hat in diesem letzten Spiel eine Szene gesehen, wo der Dieter Müller den Gerd Strack praktisch den Ball vom Fuß nimmt, 3 Meter vor dem Tor. Da habe ich ihm gesagt, da hätte ich den fast erfahren, aber das war eine riesen Torchance und der Dieter Müller als Mittelstürmer so schön, dass er so viele Tore geschossen hat, aber der war auch sehr egoistisch in dem Moment und das war auch nicht mannschaftsdienlich, weil dann sollte man den Besserbus geben, dieses Tor machen lassen. Also ich muss sagen, ich war im Grunde noch wie in Trance da und abgeschüttelt habe ich das im Grunde genommen erst in der Kabine, dass ich wirklich wahrgenommen habe. So, wir haben den größten Erfolg der Kölner Vereinsgeschichte eingefahren. Bis heute. Vielen Dank dafür. Ja. Ich würde dir jetzt gerne das Schlusswort überlassen, bevor Schlusswort heißt noch nicht, dass der Ende ist, weil da vorne gibt es ein Foyer. Der André Janssen hat wunderbare Sachen da anzubieten, unter anderem Kölsch, also Kölsch Wasser sozusagen, wo man es auch ein bisschen mit erfrischen können. Natürlich auch andere Dinge, die jetzt nicht alkoholisch sind. Und natürlich liegen, ich möchte noch mal darauf verweisen, vorne auch DVDs, Bücher etc. Und Frank, ihr gehört jetzt als derjenige, der schuld ist hier, du bist ja der Nubbel, ihr gehört das Schlusswort. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Herzlichen Dank dafür. Ich hatte schon gehört, dass sehr viele in Urlaub waren und es wurde gefragt, ob man das vielleicht nochmal wiederholen könnte hier. Und es besteht also die Planung, dass man das vielleicht im Januar nochmal hier macht. Von daher, das wollte ich schon mal vielleicht ankündigen. Schlusswort möchte ich auch insofern noch sagen, weil Ralf Friedrichs ist ja hier stadtbekannt, mehr oder weniger ist er auch sein Heimspiel. Vielen Dank dafür, dass er das immer so fantastisch moderiert, solche Dinge wie auch heute wieder. Er selber hat übrigens auch ein Buch gemacht über das, was in der letzten Saison beim 1. FC Köln los war. Im Rahmen der So einen Tag-Reihe ist der Weg nach Europa geschildert und dokumentiert worden. Und das Buch gibt es übrigens auch hier. Falls irgendjemand das also vielleicht auch von ihm signiert haben möchte, steht er und wir sowieso allesamt noch zur Verfügung. Und es wäre schön, wenn wir uns noch auf dem Kölsch draußen wiedersehen. Danke nochmal. Vielen Dank. Und ein letzter Hinweis natürlich, wir haben uns alle wahnsinnig gefreut, dass die Legenden heute da sind. Natürlich können wir da vorne auch mit den Legenden gemeinsam eine Schlussfrage, dann können wir auch eigene Fragen stellen. Ist vielleicht sinnvoller, als was jetzt hier im Kino zu machen und natürlich was ein oder andere vielleicht signieren lassen etc. Und ich höre, hier muss noch ein Foto gemacht werden, das sehe ich auch so. Und also würde ich mich erstmal bedanken und wir sehen uns gleich vorne bei Scholz und sonstigen Gesprächen. Vielen Dank erstmal. Wir machen noch ein Foto. Thank you.